Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Weiter geht's hier. Leute, frisch Server-Reboot. 18 Uhr haben wir jetzt in Realzeit und keine Ahnung, wie viel auf dem Server. Ich halte aber noch das wunderschöne Gewehr in der Hand von dem Glücksradspiel für unsere Leute hier auf den Scoom-Server. Das muss ich jetzt mal entsorgen, Alter. Das sieht doch richtig geil aus. Ey, guck dir das mal an, ey. Boah, das ist ja richtig nice, Alter. Ich will es gar nicht weglegen, ne? Alle neuen Effekte vom Scope, Leute, der Scope ist sauber. Das ist so genial. Also das ist das, was ich mir so gewünscht habe. Sauberes, vernünftiges Scope. Und dann so ein bisschen Zoom-Effekt sieht man da drin jetzt, ne? Dann könnt ihr mit Shift, mit Steuerung hier so hin und her switchen zwischen den Modis. Und bei anderen Gewehren kannst du jetzt halt das normale, die normale Zieleinrichtung benutzen, aber das geht hier jetzt nicht. Das stört ja noch mehr, damit rumzulaufen. LOL! Ja, richtig geiles Gewehr, Leute. Mit Leuchtspurmunition. 50 irgendwie davon. 5 Packungen sind das, glaube ich, dann. Naja, das steht zu 10. Und 5 Packungen hier von Normalmunition. Ich finde das ein cooler Preis. Einmal am Sonntag, ne, wer Glück hat, kriegt denn sowas hier als Belohnung jetzt im August. Ja, was haben wir da drauf? Das M82 Scope natürlich, die Black Edition. Ja, ich muss das aber entsorgen, Alter, weil mein Spieler hat es ja nicht gefunden. Das wäre ja Schummelage, Alter. Obwohl das richtig geil ist. Also jetzt, wo ich da durchgeguckt habe, ne? Ich lege das mal hier hin und hoffe, dass das denn keiner findet, aus Versehen. Das wäre unpässlich, oder? So, hier ein geheimer Wasserschatz, Leute. So, da lege ich noch eine Mumpe drauf. Oder? Ich kann ihn nirgendwo ablegen, da. Oh nein, das war das Ding. Oh Mann, ey. Teffel. Mach die mal nicht so breit, der Junge. Mach ich da 2 rauf, oder? Geht das nicht? Mein Gott, nochmal. Jetzt haben wir es aber, ne? Nach einer halben Stunde hier. Ja, so sieht mein Charakter aus. Ich will da ja nicht schummeln oder sowas. Nur ich muss halt im Video mal zeigen. Ich habe ja nur diesen einen Charakter. Wir waren das letzte Mal hier, Leute, beim Tanken. Jetzt müssen wir aber gucken, ob ich das hier wieder wegfahren kann. Und im Übrigen, es ist noch da, das Quad ist noch da, Leute. Hätte ich nämlich gerechnet, für richtig geil. Ja, wir sind noch nicht beklaut worden anscheinend, super. Guck mal, ich habe 3 Schlösser jetzt hier. Irgendwie kann ich da ja kein silbernes Schloss kräften. Das hat mich ein bisschen verwundert. 10. Sich die Rezeptur geändert irgendwie? Letztes Mal habe ich doch ein silbernes Schloss mit 3 Dingern machen können, oder? Ich hatte da nicht 10 von den ganzen Dingern hier. Hä? Da kam wahrscheinlich im Hotfix drin, dass sich das geändert hat, oder? Keine Ahnung. Okay, steigen wir mal auf. Ich habe ja leider kein Shift N. Nein, das war falsch. Shift C. Shift C ist Backpack, wenn ihr mal im Auto oder auf dem Auto seid. Ich habe ja auch kein Dingsgedöns hier, ne? Tja. Freunde, ist jetzt selbst. Kein Kanister zum Benzin mitnehmen, meine ich. Mein Gott. So, Shift und C wieder drücken, damit das Ding weggeht. Nein, Escape. Dann schmeißt du die Karre an. Repariert und voll. Blip, 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 blip. Mit X könnt ihr Licht anmachen und ausmachen. Und ich muss jetzt sehen, dass ich die Treppe da hochkomme. Das war ja unser Problem. Ich weiß es nicht, Leute. Achtung. Gefährlich. Wie muss ich in den Artikel gleich verkehrt rum, ne? So, jetzt so. So, jetzt komm. Oh, wunderbar. Uiuiui, er passt ja hoch. Super. Schön. Die Batterie lädt sich beim Fahren auf. Oh, das ist aber eng da. Wo sehe ich Drehwärtsgang? Das sollte kein Problem sein, Leute. Ui. Wir dürfen damit nicht ins Wasser fallen, Alter. Dann sind wir down. Das zieht uns ja runter wie ein Gewicht, ne? Und man sieht auch gar nicht den Rucksack, den ich eigentlich auf habe, glaube ich, ne? Wenn man auf dem Auto ist. Ich hatte doch einen Rucksack auf, oder nicht? Doch, jetzt ist er da. Okay, mehr wollte ich gar nicht sehen. Ja, eine Waffe kann man hier nicht mit tragen. So, dass man während der Fahrt ballern kann. Möchtest du das mal mit der Pistole ausprobieren, ob du mit der Pistole auf dem Quad ballern kannst, weißt du? Aber I don't know. Quads sind schon geil, oder? La 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 la. Das funktioniert echt. Ass rein. Yes, baby, yes. Aber wir suchen ja noch ein vernünftiges großes Auto im Grunde genommen, ne? Ja, gut.
Lass es mal schauen. Vielleicht haben wir Glück hier in dieser ollen Stadt. Wir haben ja hier noch gar nicht rumgeguckt, ne? Gleich habe ich bestimmt wieder Durst. Ja, 30%. Zucker und Durst haben wir wieder. Das war klar. Und G. Ne, G ist es ja gar nicht. Bei mir ist es jetzt Maustaste. Aber ihr müsst wahrscheinlich G drücken. Ja, dann habe ich ja öfter mal Fatal Error gehabt, ne? Und dann habe ich ja diesen Ordner da gelöscht und dann ist aber auch die ganze Steuerung gelöscht, ey. Ich drücke E, E ist bei mir Türen öffnen, ne? Und dann nichts geht hier. Ich hoffe, dass ich jetzt alles eingestellt habe. Das ging auch nicht. Ja, die Steuerung und sowas immer wieder einstellen, ne? Das ist schon so eine Sache an sich. Jeder mag das ja so, der eine so, der andere so, ne? Manche benutzen ja auch gerne F zum Öffnen und so. Ich gar nicht, ich bin voll der E-Typ. Ich muss immer E drücken zum Benutzen und Interagieren der Türen, der Kisten öffnen und so. Das immer. Ich komme da gut drauf. Also auf F, wie spielen die Leute mit F, ey? F ist ein schrecklicher Knopf. Aber das kann auch sein, dass ich vielleicht so kleinere Finger habe, deswegen. Oder kleinere Hände oder wie soll ich das nennen? Ja, das haben wir jetzt einfach mal getan, gefrühstückt hier. Das ist die Schule. Da kriegen wir, glaube ich, nichts, ne? Nur schlechte Noten in dem Laden da. Schnell weg. Ich wundere mich ja auch, dass so viele YouTuber meistens Abitur haben und so, ne? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wenn ich Abitur gemacht hätte oder sowas, ne? Und studiert oder sowas, ob ich denn YouTube angefangen hätte. Weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung, aber ich glaube, dann hätte ich irgendwie was anderes gemacht. So Doktorkram oder was gibt's da? Professor? Verwunderlich, ne? Gut. Aber mir hat die Realität immer am meisten gefallen, Freunde. Deswegen war ich auf Realschule. Und für den Rest... Ich wurde zu faul. Ich habe auch keinen Bock. Schule da ist das scheiße. Leute, neue Leute kennenlernen und sowas ist ja in Ordnung, ne? Aber dann da ewig lange sitzen, Alter. Und dann so trocken wieder teilweise, ne? Das ist echt übel, Mann. Vielleicht hat sich das ja in der heutigen Zeit geändert, aber früher war das so. Da war das noch sehr trocken alles teilweise. Warte, ich muss dich erst hauen, ne? Ah ja, der Hauknopf. Oh, ich dachte gerade. Das ist so genial. Ich habe gerade im Schock gekriegt. Shit, hatte ich den Hauknopf schon geändert? Ja, hatte ich. Aber es gibt zweimal Hauknopf, ne? Einmal mit Shift, Maustaste runterdrücken. Und einmal nur Maustaste runterdrücken. Ja, also es sieht so gleich aus, aber das ist mit diesem Bajonett irgendwie mit Shift und... nee, nur Mausrad runterdrücken, war Bajonettstoß oder so. Wir haben aber noch kein Bajonett, das muss ich mir nochmal genau angucken. Also der neue Patch hat schon einige Sachen, Neuerungen dabei. Finde ich ganz gut. Wie find's Pantoffeln? Bloß, wie gesagt, da müssen wir mal nochmal erst die Items finden und so, ne? Dann hat Cracky mich noch angestoßen, ey, wie wär's mit einer vielleicht einer neuen Regel, die wir machen könnten bezüglich meiner Wenigkeit. So eine Art Raid-Verbot für mich jetzt und Klau-Verbot oder wie auch immer, nur für mich jetzt. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das Problem habe ich ja immer wieder, oder das haben halt alle Streamer und YouTuber halt, die Videos machen oder live sind, dass man da ziemlich geschändigt wird jedes Mal. Und dann verstehen das aber viele nicht und schimpfen dann immer noch mit mir, ne? Du bist so doof, du hast ja nirgendwo eine Kiste und... Ja, warum habe ich keine Kisten hier? Weil ihr das sehen würdet und ihr würdet mir die ausgraben. Bis jetzt wurde jede Kiste von mir ausgegraben und geklaut. Jedes Auto, was ich abgestellt habe, wurde eigentlich in der Regel geklaut. Versteht ihr das? Deswegen mache ich das nicht. Mir ist das selber auch klar, dass man taktisch besser spielen könnte. Es geht aber nicht, wenn du alles zeigst im Video. Ich wirke euch gleich... Na, da, deswegen habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht ist das ja gar keine so schlechte Idee von Cracky. Dass wir da das so eine Regel einführen, dass ihr mich so ein bisschen so in Ruhe lasst, sonst komme ich ja gar nicht mehr vorwärts, Alter.
Also klar, PvP und sowas schon, aber ich kann mir gar nichts aufbauen, wisst ihr? Ich würde immer komplett ausgeraubt werden und alles Mögliche. Ja, dass ich mir vielleicht dann auch mal ein Haus bauen kann mit einem Auto drin und so. Und dass ich das dann wirklich noch habe nächsten Tag, damit ich ein Video weiter drehen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, da wohnt ja jemand. Geil. Wer wohnt denn hier, Leute? Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet. Keine Ahnung. Ansonsten, ja, wenn das lame ist oder wie auch immer, sagt, ne, keine Ahnung, dann, komm zu mir hin. Ja, komm her, du kriegst auch den Boxer. Und? Oh. Kommt her, ihr Bullen, kommt her. Das sind ja alles Zombie-Bullen. Von draußen oder was? Wo ist der denn, der Limmel? Da bist du doch. Ich liebe das. Das dauert aber ein bisschen lange immer, ne? Aber naja, es macht halt Fun. Wo bist du, Hund, du? Razzia im Polizeirevier. Da bist du. Ah, shit, das ist das Problem. Wenn du da nicht triffst, ne? Ey, halt die Waffe eben geklemmt oder was? Ich glaube, es hackt, ey. Braucht die lange, Mann. Wenn du da nicht triffst, ne? Wenn der Zombie dann das so dumm rumsammelt wie gerade eben, dann hast du mal eben 5% weniger, man sieht's. Ein Schlag, Leute, 5%. Holy shit. Aber ich habe noch gar keine Weste an, ne? Eine Schutzweste, Alter. Wo ist die überhaupt? Hä, hatte ich die noch gar nicht. Hatte ich die noch nicht gefunden, sag mal? Das wundert mich jetzt gerade. Mit den Taschen hier. Oder habe ich die verloren? Bin ich gerade irritiert, ehrlich gesagt. Hatte ich die nicht eingesammelt in grün? Vielleicht habe ich sie auch verloren. Naja, keine Ahnung. Also mir war so, als ob ich die schon gehabt hätte. Alleine von dem großen Flughafen, wo wir waren, ne? Das stimmt irgendwie was mit dem Gürtel hier. Was ist das denn für ein Ding, ey? Wieso ist denn da eine Patronenbox drin? Ich hab da wohl keine Patronenbox, Leute. Seht ihr das? Ich drück mal auf 3. Passiert nichts. Ist so merkwürdig. Das irritiert mich hier total. So ist besser, oder? Das ist voll im Arsch. Aber wir hatten doch den Hotfix. Müsste ja eigentlich jetzt besser sein alles, ne? Ich lösche das mal. So, und dann achte ich mal darauf, ob mein Gürtel kaputt geht oder sowas. 92. Ja, Zombie hat mich so aufs Maul gehauen, Alter, dass ich schon wieder hier Schaden nehme. Shit. Ja, ich komme ja schon, Digga. Wo bist du denn? Du bist auf dem Dach oder was? Kleinen Moment. Und zurück und jetzt bin ich dran. Oh, was sagt der da hinten? Ja, du. Komm doch zu meinem Ende. Komm, ist der Spieler da hinten. Ahoi, Leute. Dandruff. Was hat denn für einer? Komm zu meinen Händen, Dandruff. Ich bin gerade in Stämmung. Ja, du. Okay. Irinkhaus ist auch da. Gleich mal moin, sagen wir. Servus. Komm zu meinen Händen. Wie viel Munition habe ich überhaupt? Das geht, ne? Ein Magazin. Wir brauchen unbedingt noch ein Trommelmagazin, Leute. Achso, bandagieren. Ja, ich weiß. Zockerjunge, mein! Perschi, 64, moin. Und der Sohn von Olga Zervus. Einen Punkt haben wir mal gekriegt. Nach so viel Zombies, Leute. Das ist halt kacke hier, ey. Na, unten mal gucken, so. Gewehr weg, geht's schneller. War hier nicht auch noch irgendwie so eine Kiste immer? Hm. Ja, die Block, warte mal, die könnte man ja mitnehmen, ne? Um das mal zu testen eben mit dem Auto. In Anführungsstrichen Auto. Kaffeechen noch trinken? Pipi muss ich gleich wieder krank. Ach, Überhitzung ist das? Nochmal den Deckel abnehmen hier.
Meine Sachen gehen schon wieder kaputt, ne? So viel Zeit muss sein. Ja gut, Handschuhe braucht man nur nicht unbedingt reparieren. Aber alle Sachen, wo Slots drin sind, ne? Was haben wir? 27 Grad hier, es geht aber noch. Ich habe die Türspänge ein weit auf. Im Moment fühle ich mich noch nicht so geschwitzt, aber wir haben erst gerade angefangen. Badabadadaba. Ah, da brauche ich ein Waffenreparaturkit. Na, shit, die Waffe geht langsam im Arsch, Leute. Warte, da oben ist doch das. Das Ding meine ich da. So. Streichhölzer in der Waffenkiste. Was ist das denn hier? Hey, das ist unsere Munition. Das ist wunderbar. Für die Knifte. Magazin wäre noch ganz nice. Ja, das ist gut hier. Das ist gut. Zweimal Schrotze. Alles einsaugen. Und dann mal, warte mal, muss ich noch einmal kurz hier. Quack. Mein Kopf hier ein bisschen rasieren, Leute, wegen der Hitze. Seht ihr? Schick, schick. Batsch. Let's go! Haben wir noch eine Garage hier? Komm her. Hey, mein Kleiner. Wo steckst du? Eine Dingsbrille. Ach, Obermieter oder was? Ja, da ist ja aber mal leise, ne? 112 Punkte. Das passt ja, ne? Oh, nö. Als wenn das so hoch war jetzt. Tatsächlich, der kriegt der Mist, Alter. Wie ätzend ist das denn, Mann? Ich glaube, es sagt. Was nehmen wir denn? Notfallbandage? Habe ich gar keine Dings mehr hier? Diese grünen Aluhut-Vera? Na komm, creme dich ein. So. 90. Na, ja. Hauen wir noch einen hinterher drauf. Götze, Alter. Heute mein Moped abgestellt, Jungs. Wo habe ich mein Moped? War da irgendwo hier beim Laden oder nicht? Ja, das ist immer ein Nachteil, weil das Ding ist so klein, ne? Okay, hier ist auch kein Auto drin. Tomate, ich liebe Tomaten. So, erst das mal. Zucker fehlt noch. Pipi machen wir eben schnell. Junge. Kann ich? Ja. Da ist er ja, mein kleiner Süßer. Pistole. Wir stellen uns vor, die wird geladen. Oh, er steckt sie weg. Ah, jetzt hat er sie wieder. Geil, Mann. Einmal nachladen, bitte. Kann ich nicht nachladen? Shit. Eine müsst ihr reinmachen können, ne?
Aber wir stellen uns vor, wir haben ein Magazin voll. Ey, den kannst du gar nichts machen als Fahrer? Nicht nachladen und so? Er ist ja nicht realistisch. Also, ich meine, ist ja realistisch. Du wirst es nicht, ne? Aber trotzdem ist er heftig jetzt, ne? So fahren wir jetzt immer. Bam, 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 bam. Boah, voll gezoomt hier, Alter. Gehen wir wieder raus aus der Perspektive. Okay, dann weiß ich da Bescheid. Coole Sache, Mann. Jetzt gucken wir mal zu dem Spieler. Der wohnt ja hier anscheinend gleich in der Ecke. Vielleicht steht da ein Schild davor, wer das ist. Los, gib Gas. Ich brauche nämlich Strom. Batterie muss aufladen. Na, 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 na. Ja, Quad ist besser als gar kein Auto, Leute. Obwohl hier natürlich auch nicht viel reinpasst, ne? Und man kann natürlich schnell runtergeschossen werden. Oder wenn du einen Unfall baust, kriegst du auch Damage, wenn du runterfällst, ne? Aber Freunde, alles scheißegal, hauptsache nicht mehr laufen. Juhu! Los! Vollgas! Ich selber bin privat noch nie so ein Ding gefahren hier. Ich war nur immer auf so, wie hießen die Dinger? 80er oder 125er? Ich glaube 80er. Und Mofa? Ja, mehr aber auch nicht. Reicht mir schon. Habe ich direkt gesagt. Also in jungen Jahren, ne, weil sich die Kumpels und so, die haben sich alle diese Dinger gekauft, hier so Mofas und diese 80er oder 125er oder was das da für Dinger sind. Die waren natürlich gut angesehen bei den Mädels, ne, aber letztendlich habe ich gesagt, ne, hol dir gleich was Vernünftiges und dann direkt Auto dann, ne. Da brauchst du denn nicht frieren im Winter, zumindest wenn du im Augenblick gefahren bist. So. Und da hast auch keine Fliege im Maul, Alter. Oder rutscht irgendwie weg an der Straße oder so ein Dreck da, ey. Wo ist denn der Schlingel? Schlingel! Du brauchst keine Angst haben. Es ist kurz und schmerzlos. Ich hätte doch schwören können, dass ich den hier irgendwo gesehen habe, oder nicht? Ist schon dran vorbei, oder was? Da ist die Stadt. Der war doch hier irgendwo am Hang, ne? Hello? Wo versteckst du dich, du kleiner Schlingel? Oh, guck an. Ja, ja, kommst du in meinen Händen, du. Das scheint nur eine Garage zu sein, Leute. Oh nein, es ist tatsächlich T1, Leute. Ich kann da einbrechen, ohne Scheiß. Holy shit. Junge, weißt du nicht, dass es hier kein Raidschutz ist, Alter? Ist das offen, die Base? Was soll das denn? Gleich eine Mine. Puh, ganz vergessen, die Scheißdinger, ne? Oh Gott, was ist hier denn los? Ist sogar noch Loot drin, Alter. Vor allen Dingen, der ist ja richtig ulkig, ne? Ich meine, ey, der hat doch alle Schlösser hier. Warum macht er dir denn nicht rein? Und eine Fahne musst du aussetzen, Knödel. Wer immer hier ist jetzt, ne? Was willst du denn? Ey, willst du aufmocken oder was? Sag mal, schieß ich mit Luft oder was? Na endlich! Ja, peinlich. So, ich hoffe, dass ich meine Flinte jetzt hiermit reparieren kann, weil die zickt nämlich schon langsam, habe ich das Gefühl. Und dahin. Nein, kann er nicht. Shit, wofür ist das Ding hier? Elektrikerwerkzeug. Was mache ich damit? Das Ding hier oder was? Das ist doch fertig. Repair. Ja gut, aber ich habe ja auch noch die anderen Koffer, habe ich auch noch hier, ne? Das ist ja gar nicht so groß. Früher war das so ein Riesending, ne? Ja, I don't know. 6. Wie habe ich jetzt? 6. 7. 8. 9. Oder habe ich mich verzählt? So viel Schlösser brauche ich für ein Silbernes? Na, geht ja immer noch nicht. Oh, Jasmin ist auch online. Aber der hat ja keinen Dingskoffer hier, ne? Ne, warte mal. Oh, das ist ja nichts hier. Ich lasse dir mal so einen Koffer da. Guck mal, so bin ich. Und die Dinger, die kannst du vergessen. Da kann man sich in 0, nix reinballern. Und Schloss hat er auch nicht reingemacht. Also, was ist denn das hier, ey? Ich bin entsetzt.
Wir hatten doch das Thema Sicherheit schon in meinen Videos, Mensch. Habt ihr wieder nicht geguckt, oder was? Kann ich jetzt machen? Ja. Der braucht jetzt echt so viel Schlösser? Niemals. Für ein silbernes, Leute. Ohne Scheiß. Tatsächlich, der rotzt die alle weg. Haben sie das geändert, ne? Ich habe doch vorher nur drei. Ich glaube, ich habe nur drei Schlösser gehabt, Leute. Oder fünf. Drei oder fünf. Das waren nicht so viele. Ich habe das ja sofort bauen können, diese Schlösser, Leute. Naja, ist auch egal. So. Tischchen. Ne, machen wir den noch rein. Das fährt doch, ne? Ach, Schwachsinn. Da ist noch mein Koffer. Mann, ey. Oh, Olli. Jetzt mal eben reparieren hier so. Ich habe da eine Tasche hier. Guck mal. 82%. Jetzt haben wir wieder 100. Super. Die sah sogar schon schäbig aus. Ja, die Dinger müssen funktionieren. Sonst geht das gar nicht. Die Kisten sind auch nicht abgeschlossen. Dabei sammelt er doch alles hier, ne? Holy shit. Hier, das brauche ich auch nicht mehr. Das hier ist auch zu wenig. Schenke ich dem auch mal. Der hat ja gar nichts. Der tut mir ja schon leid, Alter. Also, du bist, also das bringt aber auch nicht jeder fertig hier, ne? Dass man da wo einbricht und man hat ja noch Mitleid mit demjenigen und lässt hier noch mehr Items da, Alter. Als man eigentlich genommen hätte. Junge. Okay, hier gibt's nichts zu holen, Leute. Ihr habt's gesehen. Dann geht's weiter. Let's go. Aber echt ganz schön ab vom Schuss. Wir fährten hier schon hin, ne? Äh. 20 fährt er nur, Alter. Junge. Viel PS haben die Dinger nicht, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Da gibt ja verschiedene Sorten wahrscheinlich damit, ne? Aber ich habe eine langsame erwischt. So. Ui. Ich hier versteck mich jetzt aber hier, Leute. Vergesst nicht zu abonnieren, weil dann verpasst ihr keine Folge hier mehr wieder. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder. Bis dann.